Und damit sind wir wieder zurück bei VR46. Ich begrüße euch ganz herzlich, dass ihr doch noch wieder mit dabei seid nach der gestrigen Aktion, wo ich mal wieder im Quatsch nicht aufgepasst habe und nur Sechster geworden bin. Legen wir heute erstmal los. So, hier hat wieder unsere Michelle Kunziger, oder wie sie heißt, für Arme, hat uns erst einmal wieder vollgetextet, dass es neue Angebote gibt. Wir schauen mal schnell rein. Ich persönlich glaube ja, dass es wahrscheinlich immer noch dieselben Angebote sind. Ja, unser Ruf ist auf 114 hochgegangen, nicht schlecht. Ja, es sind immer noch die gleichen Top-Teams. Wir können mal kurz gucken bei der GP, welche sich da schon bereit erklären, dass sie... alles niedrig. Aber guck mal, selbst sogar das Honda... Krass, selbst das Honda-Team hat ganz geringe Interesse an uns. Das ist okay. Aber nicht schlecht. Die sind auf jeden Fall schon mal mittelmäßig dabei. MotoGP 2, schauen wir mal. Verfügbar. Also die wollen alle auf jeden Fall, dass wir dabei sind. Die nicht so. Die wollen das auf jeden Fall nicht. Aber die meisten sagen schon mal bei der Moto 2, Hawk, du bist zwar der letzte Nappel, aber wir wollen, dass du für uns fährst. Ist wahrscheinlich der Fun-Faktor. Ja, und so wie es aussieht, ja, tatsächlich. Alle Teams aus der Moto 3 sind stark an uns interessiert. Das gefällt mir. Wir schauen mal, aber da wir aber noch bei Honda loyal sind und erst in der nächsten Saison für die MotoGP 2 fahren, bin ich mal gespannt, ob wir da dann auch in der MotoGP es schaffen, alle Teams für uns zu gewinnen. Wir schauen kurz in die Karriere rein. Wo sind wir gerade stehen? Ah, hier der schönste Mann, den ich bis jetzt gesehen habe. Ich? Ha. So, wir haben 211 Punkte und wie ihr seht, das ist hier das reinste Lotto-Ankreuzen. 6. 3. 15. Oder sind wir ja durchgereicht worden in Amsterdam. Nee, Armenien? Nee, keine Ahnung. Argentinien? AME? Keine Ahnung. Armenien? Ich weiß nicht, wo wir da gefahren sind. 2., 4., 1., 3., 6. in Großbritannien. Sind wir wirklich... Echt? Sind wir 6.? Ich dachte, wir sind... Ach nee, ach, ich bin so blöd. Doch, klar, wir sind ja... Ja. Ich hatte noch die Yamaha im Kopf, dass wir in Silverstone mit der Yamaha gefahren sind. Ja, ja, ist in Ordnung. Okay. Teamleistung. Ah, die Teamleistung ist aber besser geworden. Die ist nicht mehr bei der Hälfte. Das ist gut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, auf zum Rennen. Wir schauen mal kurz nach, wo wir heute sind. Wir sind in Misano. Ach, guck an. Mindestens Dritter werden. Hier mussten wir Dritter werden, sind aber nur Sechster geworden. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber da können wir jetzt nichts dran machen. Was ist denn das hier? Ach, wir fahren wieder. Ach, guck an. Noch zwei Rennen und wir fahren auf der Motor Ranch. Oh, das ist... Ach, das ist die Strecke. Ach, nee. Twin Ring Moto G. Ist ja geil. Moti G. Geil. Ach, da haben wir aber noch einige Rennen vor uns. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich bin mal gespannt, wenn das hier durch ist. Wir haben ja noch lange denn nicht die Karriere durch, die MotoGP durch. Für die Moto 3. Bin ich ja echt mal gespannt. Okay, genug gequatscht. Wir sind schon viel zu lange drauf. Lasst uns loslegen. Auf ins Rennen. Hallo, Rennsportfans. Ja, ja, wir sind alle Rennsportfans. So, dann geht's auch gleich los. Hier in Misano ist alles. Ja, wir haben keine Zeit. Misano, du mich auch. So. Na, schöner Helm. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Guck mal, der hat richtig Flammen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay. Dann wollen wir mal. Bin mal gespannt, wo wir landen werden. Missionsziel ist auf jeden Fall der dritte. Was ich aber persönlich ziemlich gut finde bei dem Spiel ist, dass wir zwar Zielvorgaben haben, dass wir mindestens Dritter werden müssen, um unsere Sponsoren und unser Team glücklich zu schätzen. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir unsere Teamleistung erfüllen, wird wahrscheinlich die Teamleistung im Allgemeinen besser. Würde ich jetzt mal sagen. Oder unsere Fahrerqualitäten steigen nochmal zusätzlich. Ja, drück mich weg, Junge. Na gut, dann müssen wir Plan B machen. Der grüne Frosch da oben ist ein bisschen zu aggressiv. Der drückt mich mit seinem Ellbogen runter. Tour de France vom Feinsten. Aber naja. So, was wollte ich sagen? Genau, Teams. Oh, hier, da ist wieder der fette Hubschrauber. Tja, die Teamleistung. Ich finde es aber gut, dass wir zum Beispiel... Wow, 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 wow. Seht ihr? Nicht nur ich bin hier der Nappel vom Dienst, sondern auch der Computer. Das finde ich gut.
Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass auf jeden Fall es von der Teamleistung her sehr angenehm ist, dass wir zum Beispiel nicht unbedingt Dritter werden müssen, um in der Karriere weiterzukommen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass da steht, werde mindestens Dritter und bei den meisten Spielen bist du ja Game Over, wenn du nicht den Dritten mindestens machst. Und darum ist es, finde ich, sehr interessant geregelt, da es ja natürlich im echten Leben auch nicht immer so ist, dass Valentino Rossi immer den Ersten gemacht hat. Oder andere Teams natürlich auch immer und immer wieder den Platz machen, den sie machen sollen. Denn jeder Sponsor, jedes Team sagt, mach bitte den Ersten. Es wäre schön, wenn du aber zumindest unter die Top 3 kommst, also einen Podiumplatz abstaubst. Wenn ja jeder den Ersten machen müsste, dann würde nach mindestens 10 Rennen nicht nur noch die Hälfte der Fahrer alle dabei sein. Immer so ein kleines bisschen Realismus mit drin. Wo sind eigentlich... Boah. Okay, ich sollte mal nicht so viel auf die Minimap gucken. Wo sind eigentlich meine Teamkollegen von Honda? Wo fahren die eigentlich mit? Also ich sehe zwar hier ein paar Hondas immer rumcruisen, aber bin ich der Einzige in den... Ach, da ganz hinten! Platz 29 oder was das war. Also sehr weit hinten habe ich noch eine rote Honda gesehen. Da ist zumindest mein offizieller Team mit... mein offizielles Teammitglied. Ja, natürlich! So ein kleines bisschen entgegenkommen vom Computer wäre doch mal schön, ne? So, jetzt drückt mich aber nicht schon wieder weg. Okay. Ist immer schade, dass die KI so auf... Okay, da... Ja, ich bin blöd. Da habe ich... Ich dachte, das wäre 100. So, nur 50. Hier sind die 100 Meter. So. Schade, dass der Computer mal so auf Schienen fährt. Na gut, er soll jetzt nicht Platz machen, damit ich gewinne. Aber er könnte ein bisschen umsichtiger fahren in Gefahrensituationen. Aber ganz ehrlich, ihr habt da wahrscheinlich auch recht. Warum soll der Computer nachgeben, nur weil ich mich da reindrücke? Vom Logischen her macht es keinen Sinn. Aber andererseits bin ich hier der Spieler und der Computer nur der Computer, ne? Und das Spiel sollte ja so sein, dass der Spieler den Spielspaß hat, dass er gewinnt. Ist ja das, was ein gutes Spiel ausmacht. Es ist zwar schwierig, es ist hart, aber es ist nicht unfair. Das heißt, man kann trotzdem als Spieler gewinnen. Und selbst so ein Vollassi wie ich gewinnt ja jetzt seit neuestem immer auf den ersten Platz. Na gut, in Silverstone haben wir jetzt den sechsten gemacht. Ist jetzt natürlich, weil ich mich mal wieder voll verpeilt habe und nicht volle Oh, da hat sich schon wieder gemaut. Oh, da war richtig. Immer in derselben Kurve, interessant. Also, nur ist halt so ein Nappel wie ich hier wahrscheinlich auch mal ab und zu erst macht, ist natürlich relativ skurril, das gebe ich zu, aber man sieht ja auch, ich mache einen sechsten, weil ich mich verquatsche, weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich dachte, ja, da bist du ja doch in der zweiten, nee, du warst schon in der dritten Runde, Junge, pass doch mal auf beim Fahren. So, hier ein bisschen kurz auf die Bremse. Was mich aber persönlich, guck mal, hier, Binder ist gar nicht mal so weit damit dabei. Das ist gut. Das heißt, wenn wir jetzt den ersten machen, könnten wir Binder weit nach hinten setzen. Wir schauen noch mal. Wir schauen noch mal. Ist ja das erste Rennen für heute. Das ist schon wieder der Hubschrauber. Ich finde das voll cool, dass dieser Hubschrauber immer hier so ganz langsam lang tuckert. Schade, dass man ihn noch zusätzlich hört. Wenn man mal so ein bisschen dicht an ihm vorbeifährt. Wäre auf jeden Fall eine coole Soundkulisse. Okay, das geht tatsächlich. Mit 150 nochmal hochreißen. Wow, wow, wow! Ja. Das war mir klar, dass das passiert. So, 100 Meter. Boah, Alter, die können hinter 100 Meter bremsen. Das nervt mich. Das nervt gewaltig. Wenn ihr öfter mal beide Bremsen benutzen würdet... Ja, aber ich kann nicht immer beide Bremsen benutzen. Wenn ich beide Bremsen benutze, dann passiert sowas hier. Blockieren. Also sie blockieren zwar nicht die Reifen, aber auf jeden Fall untersteuere ich zu sehr. Komme ich mal rum. Und wenn die Arschbacken mich ja auch noch mal anschieben, dann habe ich doppelt gelitten. Oh, wenn die Jungs da nicht mehr reingeschnitten, dann wäre das perfekt gewesen. Na gut, ich war außerhalb der Strecke, das ist jetzt nicht so perfekt, aber. Dann gucken ja. Wolfgas. Klingt ja cool, Alter.
So, hier ist wieder die traditionelle Kurve. Alter, was mit ihm hier? Siehst du das, wie der sich, wie Quentin Tarantino sich da gerade übelst in die Kurve gelegt hat? Das hat sich keiner gemault an der Stelle. Interessant. Nicht mal so schlecht. Boah, da sind wir ein bisschen raus. Der Kurvenking wurde besiegt. Wo hat denn der seinen Auspuff bei der Leopard? Sehe ich gar nicht. Finde es aber interessant, dass ich an die Leopard. Alter, dass ich an die Leopard so krass rankomme. Der war scheiße. Aber, nee, doch nicht. Gut, gut, gut. Ich dachte schon, ich mau nicht. Komm rum, Junge! Alter, jetzt wird's schon gespannt. Siehst du, mit der. Na gut, die Moto 3 ist natürlich weitaus leichter als die Yamaha, aber als wir mit der Yamaha gestern die Strecke gefahren sind, war es auf jeden Fall ein härterer Krampf. So ist das hier schon die Zielgerade, das ist die Zielgerade. Und wir haben einen riesen Vorsprung ausgeholt. Ne, da kommen sie nicht mehr ran. Wuhu! Haben wir ja Glück, Alter. Haben wir echt Glück gehabt. So, jetzt müssen wir noch gucken, wo Binder gelandet ist. Ich hoffe, er ist weit hinten gelandet. Das heißt, wir könnten ihn dann nämlich ordentlich mit die Punkte geklaut. Jetzt ist er wieder. Ich verstehe das nicht. Na gut, Binder fährt auf seine Leopard. Aber das ist natürlich ein bisschen kacke, Alter. Das hätte sich so vorgestellt. Weil die anderen, die waren. Guck mal, Bolega, er war die ganze Zeit Zweiter, jetzt ist er auf Platz 5 zurück, ey. Das ist so, als wenn das Spiel mir jedes Mal sagt, du darfst zwar den Ersten machen, aber trotzdem macht Binder den Zweiten. So eine Kacke. Naja, aber wir sind auf 8 Punkte wieder ran. Ist gar nicht mal so schlecht. Und so wie es ausschaut, machen wir die Meisterschaft auf jeden Fall mit Binder und ich uns untereinander aus. Okay, der Satz hat gar keinen Sinn gemacht. Binder und ich machen die Meisterschaft unter uns aus. Verzeiht bitte, es ist immer noch die Aufnahmesession, ich bin extrem müde. So, 13 Punkte hinterher. Also wir klauen KTM schon ordentlich die Punkte, aber es geht einfach nicht. Und Peugeot macht gar nichts, Alter. Was ist denn mit Peugeot los? Körperliche Kondition, das heißt, wir haben über 250 Kilometer runtergerissen. Besser als gar nichts. Hallo aus Aragonien. Nach den Events in Katalonien und Jerez ist die Moto3-Weltmeisterschaft nun mit dem 14. Rennen zurück in Spanien. Finde ich auch. Also, lasst uns loslegen. Ich bin mal echt gespannt, wie wir uns in Spanien anstellen. Die Fahrer stehen schon in der Startaufstellung und uns trennen nur noch Sekunden vom Start. Binder ist anscheinend auf Platz 4, da habe ich mich da gerade verguckt. Dass unser Overall nicht auch so immer in unserer Garage aussieht, dass das immer noch dieses PlayStation 3 Niveau ist. Ich verstehe das echt nicht. Als wenn sie den ganzen Quatsch nur so halbherzig hinterhergeworfen haben. Hier ist unser Teamkollege. Der Bruder von Binder. Ah, Mann und so. Ne, das war das. Warte mal, ich habe gerade mal auf den Auspuff geachtet. Ne, das ist gar keine. Wo sind denn unsere Honda? Ich sehe die gar nicht. Das ist auf jeden Fall keine Honda. Das sind alles Peugeot. Das gibt's doch nicht. Binder fährt ein Peugeot? Ich dachte, er fährt diese Mihandre oder wie die heißt. Mal gucken, wir werden mal gucken. Wo haben wir denn einen Doppelauspuff direkt unterm Arsch? Hier muss doch irgendwo noch eine andere Honda rumfahren, das gibt's doch nicht. Ich bin doch hier der Last Man Standing. Ja, da ist noch Honda. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht gesehen, aber das, ja, das ist die gleiche Frage. Das ist doch hier drin. So, haben wir hier noch eine Honda? Tatsächlich, der Schwarze hier, der uns gerade weggebuckt hat, der Schwarz-Grüne. Ist auch eine Honda. So, jetzt hören wir mal hier auf andere Leute den ihren Hintern zu gucken. Und da vorne, der Rote, vor Martin. Vor Martin fährt auf jeden Fall auch noch einer. Pavi. Pavi ist auf jeden Fall auch noch eine Honda. Und Louis ist auch nochmal auf Honda unterwegs, das ist gut. Aber vorne KTM. KTM macht schon wieder alles unter sich aus. Oh, oh, oh. Ah, guck mal, er taucht noch leicht ein. Okay, aber ich... Oh, ein bisschen... Ja! Was soll ich noch machen? Willst du mich rollen? So, dann müssen wir nochmal... Das war komplett falsch. Da ist doch die... Ist das jetzt... Ach, hier ist 100, das ist 50. Ah, okay, ich bin blöd. So. Ein bisschen zu sehr in die Eisen, aber so... Ja, drück mich raus. Und Strafe? Ja. Guck mal, für sowas gibt er mir eine Sekunde.
Für so einen Track gibt er mir eine Sekunde. Und letztes Mal haben wir richtig abgekürzt, sogar absichtlich abgekürzt. Alter. Absichtlich abgekürzt. Und er gibt mir 0,4. Ich sag ja, er wird mit zweierlei Maß gemessen. Es ist total random, wie diese Strafen zusammengelegt werden. Ich meine... Na gut, die hundertprozentige Bestätigung werden wir erst haben, wenn wir MotoGP 2017 spielen werden. Wenn es einen MotoGP 2017 geben wird. 100 pro wette ich. Dann können wir da mal testen, wie sich das Spiel verändert hat. Da ich ja leider nicht 15 gespielt habe. Ja, ich weiß, das sage ich in jeder Folge, aber... Sonst könnte ich euch heute schon sagen, ob wir sozusagen ein FIFA spielen oder nicht. Ich meine mit FIFA nicht die schlechte Qualität. Nein, sondern einfach... dass sich das Spiel nicht verändert, außer die Trikots und die Namen, wer wo fährt. Und das Spiel im Grunde genommen immer noch dasselbe ist. Von der Fahrphysik, von der KI her, vom Level-Design. Das wird sich dann zeigen. Also wir werden... Also das ist echt krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir... Wow! Ja. Urplötzlich. Guck mal! Warte mal. Achso, ich bin doch auf den Hinterreifen drauf. Ich dachte schon. Alter, hat der gerade übelst auf die Bremse getreten. Komm her, hier. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein auf dieser Geraden. Der haut da aber im letzten Moment so stark auf die Bremse, dass ich ja gar keine Chance mehr. Hey, ich bin Straßenfahrer, ich bin kein Rennfahrer. Wenn ich kein rotes Bremslicht sehe, fahre ich hinten drauf. Wow. Ich hasse das, Mann, dieses neue Feature. Warum haben sie das eingepatcht? Ich hasse es. Fliegt doch am besten gleich von der Scheißmaschine. Und mache nicht immer diesen seitlichen Catwalk. Alter! Boah! Ich verstehe es nicht, Mann. Wann bremsen die, Mann? Das ist hier 100 Meter Grenze. Warum können die bei 50 bremsen, wo ich bei 100 bremsen muss, Mann? Es nervt so gewaltig. Ach, komm. Ich verstehe es nicht, Mann. Ja, das liegt daran, dass du die Bremse weicher gemacht hast. Du musst das jetzt etwas größer. Du musst das erst etwas... Was? Warte mal, wo kommt die 0,5 her? Du hast das etwas größer, deinen Bremsfaktor. Da musst du halt ein bisschen drauf aufpassen, Junge. Was ist denn los mit dir? Bist du total behindert? Ja, ist ja okay, ist okay. Ich verstehe es, aber... Ich verstehe nicht, warum der scheiß Computer trotzdem so übelst bremsen kann. Und wenn ich das mache, fängt wieder an, mein scheiß Motorrad zu vibrieren und macht ja wieder den Zappelpeter. Ich muss das so machen. Es nervt mich tierisch. Was geil ist, ich bin immer noch entspannt, obwohl ich schon wieder im Schweiß stehe. Ich freue mich schon gleich jetzt mal richtig kalt duschen, Alter. Wo ist denn der Bremspunkt? Da ist der Bremspunkt. Jetzt soll ich mal ein bisschen mehr mit der Hinterradbremse arbeiten, als schon mit der Vorderradbremse. Aber mit dem Power, mit der Vorderradbremse kann man immer so schön einen leichten Slide auslösen, wenn man hinten noch Gas gibt. Mit der Hinterradbremse klappt das nicht ganz so. Man kann zwar auch ein Übersteuern herausholen, aber dadurch blockiert das Rad hinten zu stark und... Seht ihr? Man kann zwar einen schönen Slide rausholen, aber das ganze Ding wird dann halt sehr instabil. Boah, da werden wir durchgereicht. Ja, klassischer Fahrfehler. Dein ganzes Let's Play ist ein Fahrfehler. Ja, ich weiß, ich weiß. Brauchst ja nicht gucken. Kannst ja wegschalten. Es gibt bestimmt noch... Es gibt weitaus bessere, weitaus mehr geschautere Let's Plays über MotoGP 2016 als bei mir. Die sind aber nicht so authentisch wie ich. So. Wo ist denn schon wieder Binder auf seinem Leopard? Da ist er doch, hinter uns. Nee. Das ist nicht Binder. Binder hat die 43 oder 41, eins von beiden. Vorne fährt er nicht mit. Das ist ein anderer Leopard hier. Mal durch Zufall den gleichen Bremspunkt gefunden. Ey, da ist doch Binder. Gibt
so einen dritten? Nee. Das ist doch, das ist der mit der gleichen Nummer. Wow, wow, wow. Ja. So, kurz mal hier schauen. Ja, 41, das ist Binder. Also fährt er nicht bei Leopard. Ich dachte, der fährt... Ach so, okay. Ich dachte, die Leopard jagt uns, dann ist das hier Red Bull. Alter, du... Okay, oha, wo bremse ich denn? Bin ich blöd? Ich habe ja schon bei 200 Meter gebremst. Jetzt werde ich übervorsichtig. 200, 150, 100. Guck, die bremsen auch bei 100. Oh, da hat er sich wieder gerade gestellt, die kleine Sau. Gibt's ja nicht. Naja, ich könnte wahrscheinlich auch die Strecken weitaus besser fahren, wenn ich irgendwie mal eine Möglichkeit hätte, diese ganzen Strecken mal in einem Warm-up zu fahren oder in einem Training oder in einem Quali. So wie es ja seinerzeit auch bei MX2 war. Bei MX2 war das gar nicht mal schlecht, denn da gab es ja auf jeden Fall immer diese Trainingsrunden und so. Und man konnte sich sehr gut an die Geländerängen und an die Sprünge gewöhnen. Ich könnte das hier auch machen, aber wie lange soll ich das Let's Player denn noch machen pro Folge, hä? Und vor allen Dingen... Entschuldigung, da muss ich mal richtig husten. Was muss ich denn da noch machen? Da muss ich ja erstmal die ganze Zeit auf... raus aus der Karriere Arcade Racer Singleplayer anmachen. Denn da ein bisschen rumcruisen. Denn da auf jeden Fall mein Team auswählen, mein Fahrer auswählen. Die Strecke suchen, Strecke fahren die ganze Zeit. Denn einen auf denen Training machen... Wieder alles zurück und wieder in die Karriere und dann nochmal fahren. Oh, das ist ein bisschen aufwendig, würde ich mal sagen. Na gut, na gut, na gut, ihr habt recht. Keule, hör mal zu, du könntest doch einfach die offizielle 2015er fahren oder auch die offizielle Moto 2 oder die offizielle Moto 3 und nicht die Karriere mit Valentino Rossi, dass du zu Valentino Rossis Stab gehörst und zu seinem Team. Dann könntest du das alles auch machen. Ja, da hast du recht, aber wir fahren ja hier nochmal die Karriere, ne? Weil wir auch nur mal alles in eins machen wollen und nicht alles hintereinander. Das ist ja schließlich auch das Feature von dem Spiel, aber es ist natürlich schade, wenn da ein paar Abschnitte in dem gesamten Feature, Alter, stattfinden. Ist ein bisschen schade, ist wirklich ein bisschen schade. Knapp mit einer. Wow. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass Binder schön auf dem vierten bleibt oder was das ist, dass er nicht an die beiden vorbeigeht. Ich finde das aber cool, dass auf jeden Fall unsere Ausdauer jetzt schon ein bisschen die dritte Runde hält und nicht mehr schon in der ersten Runde zu Ende ist. So, hier habe ich natürlich übelst Zeit verloren, weil ich ein bisschen zu früh gebremst habe, aber ich will einfach vorsichtig fahren. Und ich wollte eigentlich sagen, nicht so oft die Rewind-Funktion benutzen, aber naja. So wie Feuer heiß, Wasser nass, benutzt der Icehawk seine Rewind-Taste und wir verlieren. Ist schön. Binder ist auf dem vierten. Binder ist auf den vierten. Es könnte sein, dass wir in Führung gehen. Schauen wir mal. Bin gespannt. Bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Okay. Quartz. War nicht schlecht. 2,4 Sekunden schneller gewesen. Jetzt kommt's. Jetzt. Jetzt kommt erstmal ein Thumbnail und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die große Überraschung kommt. Und wir haben die Führung übernommen. Mit 7 Punkte gehen wir an Binder vorbei. Keine Kunst, er ist ja schließlich auch nur Vierter geworden. So, wo fährt dann sein Bruder, wenn er das ist? Binder fährt auf eine Mahindra. Also doch auf eine Mahindra, okay. Guck mal, die haben alle keine Punkte. Minus 261 Punkte, die haben alle... Er ist auf Platz 22, der Martin. Auch auf einer Mahindra. Ey, selbst drei Leute auf der KTM, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und einer auf der Honda. Hey, das heißt, im Durchschnitt sind wir besser. Geil, im Durchschnitt sind wir besser unter den Losern. Naja, ich bin ja der Oberloser hier. Hier, da ist er. Cornfire mit der... mein Erzfeind, aber er fährt eine Honda. Mit der 84. Das ist meine Nummer, die will ich haben. Na gut.
Ja, dann würde ich sagen, ja, ist also schon wieder hier. Wie kommt denn schon wieder eine halbe Stunde zusammen? Muss ich wieder ein bisschen rausschneiden. So, wie schaut's aus? Wir sind auf 8 Punkte aufgerückt in der Herstellermeisterschaft. Vielleicht können wir es noch schaffen, dass wir Honda zum Sieg verhelfen. Ich bin mal echt gespannt. So, dann schauen wir nochmal schnell, wie sich hier der Fahrer angestellt hat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir kommen. Die Ausdauer ist auf 60 hoch. Na, wenn das mal nicht ein Grund zur Freude ist, meine Damen und Herren. Also Leute, macht was Sinnvolles. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich bin euer Icehawk. Ciao!